Wish I was. Hallo und servus, grüß Gott zu Not Another Dope Show. Teil 3a. Richtig? Ja. Hi. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wie immer setze ich meine Brille ab, damit ich euch vorlesen kann aus meiner Wochenreflexion von meiner Therapie im Daytop Herrschen. Daytop gibt es nicht mehr, aber in diesem Gebäude gibt es wohl immer noch eine Therapiestätte, wo man Therapie machen kann. War eine coole Sache. Vielleicht hätte ich später rein müssen, als die dort die K-Phase verlängert haben und mehr Raum, bla 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 bla. Egal. Ich habe sehr viel gelernt damals und ich bin sehr dankbar, dass ich das dort machen konnte. Nur clean geworden bin ich dadurch nicht. Nur immer mehr schwarz tragen, also schwarze Klamotten. Seit Daytop trage ich nur schwarz. Ich bin auch in der Gothic-Szene, aber davor habe ich auch mit bunte Sachen angezogen, aber Daytop habe ich tatsächlich so gezeigt, dass ich ein Problem mit Obrigkeiten habe, dass wenn ich irgendwas gegen meinen Willen machen muss, es passieren kann, dass ich danach absolut die Gegenteile davon mache. Und zwar richtig exzessiv. So, dass ich es heute nicht mehr abstellen kann. Egal. Jetzt geht's um meine Erlebnisse. Ich lese mal vor. Ernst Schmidt-Bauer wie Babystamm noch immer. Wochenreflexion vom 5.12. bis 11.12.93. Seit dieser Woche bin ich Tierposten. Das bringt ein bisschen Verantwortung mit sich. Dabei stresst mich aber, dass ich mich nicht allein im Garten bewegen darf. Denn das erinnert mich an das Gefängnis. Es ist, als würde ständig ein Beamter neben mir herlaufen. Das Ding ist, wenn du dort Therapie gemacht hast, waren die Regeln, dass du die ersten paar Wochen lang die Türe nicht öffnen darfst. Wer die Tür öffnet, ist das zeitgleich ein Abbruch der Therapie. Lass dir das sacken. Tierposten war draußen Hühner versorgen, den Stall sauber machen, Hühner füttern, wenn es Eier gibt, Eier rausholen, zur Küche bringen, die Hühner rauslassen und abends die Hühner wieder zurück in den Stall. Das bedeutet, ich musste zu jemandem hingehen, der schon länger da ist, den darum bitten, mit mir rauszugehen. Und dann musste der lang genug da sein, ich glaube 3 Monate, damit er die Tür aufmachen darf. Dann haben wir uns bei der Türverantwortlichen da abmelden müssen, damit der Bescheid weiß, da sind 2 Leute draußen. Dann sind wir runter in den Hof. Und ja, der Sinn der Sache ist natürlich schon, dass ich da mit dem ins Gespräch komme, die mich ein bisschen kennenlernen, ich die kennenlerne und vielleicht irgendwie für die Therapie wichtige Sachen passieren oder gesagt werden. Aber es ist auch so, dass es mich wirklich ganz vermisst erinnert hat, weil da ist es so, wenn einer kommt und du wirst aus der Zelle rausgelassen, sperrt einer für dich auf, lässt dich raus. Musst du zum Anwalt, sperrt einer auf, holt dich raus, du gehst zum Anwalt, der sperrt überall für dich auf. Du musst keine Türen anfassen, gehst halt durch den Knast. Immer ist aber ein Läufer dabei. Wir nannten die Läufer und die haben uns halt dann auch da so in die Zelle mal rein und raus. So, und dann, ich lese mal weiter. Dann bekam ich diese Woche einen Bewährungswiderruf. Ich habe Angst, jetzt wieder ins Gefängnis zu müssen. Im Stamm ist die Kleingruppe, im Stamm habe ich meinen Ärger mit einem anderen Baby Luft gemacht. Seitdem lässt er mich in Frieden und ich fühle mich besser. Zu meinem großen Bruder fasse ich immer mehr Vertrauen. Er hilft mir, wo es geht. Ein großer Bruder, das ist, den wählt man sich selber aus. Und zwar wird er, nachdem du aufgenommen wirst, nach deinem Begrüßungsgespräch, Aufnahmegespräch, Ritual, wie auch immer, werden alle zusammengerufen mit 3-mal Klingeln. Da wissen alle, es ist ein Sonderplenum. Die gehen dann alle da rein. Du darfst dann auch da rein, sitzt da, wirst nur ein bisschen so durcheinander, wirst allen vorgestellt als Neuer und darfst da jetzt von den stehenden Männern, also die werden vorher aufgerufen, alle ab 3 Monate bitte aufstehen, Männer, die noch keinen kleinen Bruder haben. Dann stehen die halt auf, die alleine sind, und du suchst da rein aus. Ja, und da steht da einer mit so Dreadlocks und total assi, und dann nehme ich natürlich den. Hücki!
Falls du noch lebst und das siehst, bitte schreib mir in die Kommentare rein. Warum Volker? Ja, Hüki. Mach das bitte, falls du das siehst und irgendwie noch leben solltest und Bock hast, schreib es mal rein, wir müssen ja keine Freunde sein oder so, aber würde mich freuen, von dir zu hören, wie es dir geht. Auf alle Fälle haben wir den ausgesucht und ja, der war AGV, Arbeitsgruppenverantwortlicher. Und da auch noch einer von denen, der das Ganze am meisten irgendwie geleitet hat und am meisten involviert war und viel zu tun hat, ja auch. Und egal, er hat kaum Zeit für mich gehabt, aber ich war ja eh Arbeitsbaby und hatte so auch kaum Zeit. Trotzdem waren seine Ratschläge mir sehr wichtig und hat mir auch sehr geholfen. Da war mal was mit einer Marita, da komme ich später auch nochmal zu der, nächste Woche glaube ich. Da hat er mir auch gut geholfen. So, also ich mache es mal weiter, ja. Fühle mich besser. Zu meinem großen Bruder fasse ich immer mehr Vertrauen. Er hilft mir, wo es geht. Anfang der Woche hatte ich einen ziemlichen Durchhänger. Das lag wohl an meinem Streit mit dem anderen Baby, sowie meine Bewährungswiderruf und der bevorstehenden Zeugenaussage in Kleve. Seit Mittwoch allerdings geht es mir besser und ich fühle mich wohler. Man kann sagen, fast zu Hause. Ich hoffe, dass nach Kleve endlich alles vorüber ist und mich dieses Stück Vergangenheit in Ruhe lässt und damit es mich nicht dauernd rauszieht. Weil es erinnert mich halt dauernd an meine Vergangenheit. Ich muss sagen, bis zu diesem Zeitpunkt war ich ja schon recht lange in Haft, so 8 Monate U-Haft in München-Stadelheim und dann da erst ein paar Wochen, wo ich erstmal wieder Eindrücke von außen krieg. Ich nüchtern, clean, noch dazu. Das heißt, ich habe alles ganz anders aufgenommen. Und dann kommt diese Nummer, wo die anderen beiden Idioten, die mich da verpfiffen hatten, wo ich nach Kleve muss, um meine Zeugenaussage zu machen, weil ich habe schließlich, weil der mich erpresst hat und auch gegen ihn ausgesagt. Ich glaube, in einem von diesen Briefen, in einem von diesen Gefängnisteilen, da habe ich das erzählt. Oder erzähle ich noch. Das ist genau hin, dann wisst ihr, warum ich in Kleve war. Und da musste ich auf alle Fälle auch diese Aussage machen. Da kann ich eigentlich dann noch drauf zurückkommen, sobald das hier vorkommt. Ja, ich war ja auch in Kleve dann und da erzähle ich es dann auch. Ja, aber es hat mich damals schon beschäftigt. Wahrscheinlich haben sie die Bewertung erstmal widerrufen und haben gesagt, okay, wenn er da jetzt seine Aussage macht, setzen wir die Bewährungsstrafe auch aus, wieder auf Bewährung wegen der Therapie. Ich denke mal, das war so, was sie vorhatten. Mich hat das nur irritiert, ich habe das überhaupt gar nicht für voll genommen. Und sie hätten auch gar keine Warnschüsse machen müssen, weil ich war so sauer auf diesen einen Typen, dass er zu meiner Mutter gegangen ist und er ihr erzählt hat, dass ich drauf war, nicht ich. Konnte ihr das sagen? Er, dieses Arschloch. Es war unnötig. Ich hätte gar keine Aussage gemacht. Wahrscheinlich hätten sie mich irgendwann aus der U-Haft rauslassen müssen, weil ich keine Aussage mache und der andere wäre auch im blauen Auge davon gekommen. Aber so musste ich halt nach Kleve fahren. Weil ich bin ein Mann, der halt zu seinem Wort steht. Wenn ich sage, Alter, so und so und so läuft das, dann läuft das so und so und so. Nicht anders. Ich lüge einen nicht an. Ich sage manchmal unangenehme Sachen, dafür werde ich auch gehasst von vielen Menschen, weil ich halt einfach so Finger in die Wunde Leger bin. Aber ich muss ja auch aushalten, bei mir darf man ja auch Finger in die Wunde legen, so ist das nicht. Aber wenn ich einstecke, teile ich auch aus. Ganz einfach. Wenn der andere Idiot mich bedroht und erpresst und nicht einmal mir die Chance gibt, mit ihm zu kontaktieren. Ich wusste ja gar nicht, wo dieses Arschloch ist. Ich war ja eingesperrt. Wie hätte ich dem bitte schön sagen können, hey, ich sag ja gar nichts. Ich sitze doch immer noch in U-Haft, während du schon lange wieder draußen bist. Und der andere auch übrigens. Beide waren es draußen. Ich war der Einzige, der noch drin war und immer noch eine blöde Sperre hatte von dem anderen Trottel, der drin sein hätte müssen, der aber draußen war. So war es halt. Naja, ich bin ganz schön auch, wenn ich darüber nachdenke, dass ich eigentlich echt das
der Arsch war. Die haben mich dann unaufgehalten, weil ich keine Aussage machen wollte. Der andere der erpresst mich, weil der andere Zipfel draußen rumsprengt. Und dann habe ich eine Aussage gemacht, aber dann eine, die sich gewaschen hat. Das war so krass, als ich gegen den einen die Aussage gemacht habe, kam der andere angeschissen und hat meinen Anwalt bezahlt, damit ich das Maul halte. Gegen den habe ich gar nichts anderes mehr in der Hand gehabt, außer dass das, was er sagt, stimmt. Und dass ich das zugeben kann, ist okay, weil er hat es selber zugeben. Der Oskar, der hat mir den Anwalt bezahlt. Und das hat er nur deswegen bezahlt, weil er Angst hatte, dass ich gegen ihn aussage. Ja, weil ich die Bombe bei dem Dritten habe platzen lassen. Und da tut es mir im Nachhinein wirklich leid. Toni M., wenn du das siehst, ich weiß, du bist wieder in Deutschland, es tut mir wirklich leid, was damals passiert ist. Hättest du mich nicht erpresst, hätte ich dich nicht verpfiffen. Aber dass du ausgewiesen worden bist, das wusste ich nicht, dass das überhaupt im Raum steht. Hätte ich das gewusst, Alter, dann dass du, ich schwör's, hätte ich es nicht gemacht. Egal, was du da gemacht hast. Ich hoffe, du verstehst es auch. Du hast den Kontakt zu mir aufgenommen. Ich habe dir das am Telefon ja gesagt, Alter, das war uncoole Nummer, als ich schon in Berlin war. Und naja, ich freue mich, dass du es verstanden hast. Ich bin da nicht mehr böse und ich hoffe, du bist mir auch nicht mehr böse. Und die Sache ist gegessen, es hat einen Teil von unserem Leben. So alte Münchner. Okay, so, das war's dann für heute. Lasst mein Like da. Da oben, wenn die Is aufpoppen, sind das dann immer so Verlinkungen zu diesen anderen Teilen, die ich schon gedreht habe. Wenn dieser Teil gelaufen ist und irgendwelche Verweise auch laufen, werde ich die nachträglich verlinken. Also ihr könnt immer wieder mal reinschauen, würde mich freuen, wenn ihr einen Kommentar lasst. Wenn ihr Fragen habt zur Therapie, hier gerne, nicht bei meinen Knastfilmen, da gerne dann die Frage zum Knast. Peace. Smoking good old sense of meat.